sometimes it could be a little tough. So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dead Space 2023, das Remake. Ein bunter Strauß voll Melodien, voll Melonen. So, wir sind jetzt gerade hier an einer Speicherstation. Ich hätte vielleicht zwischen den Folgen kurz speichern sollen. Mir wäre es nicht so aufgefallen, aber ich speichere jetzt einfach. Ich lebe meine Sucht einfach aus. Ihr könnt mich alle mal. So. Hier. Oh, hier ist überall Loot. Krass. Großes Medikit. Nice. Loot. Das, wenn ich ein Spiel ausrüstet, egal wie oder was, wenn ich ein Spiel ausrüstet, gell? Spassi. Ich wollte gerade reden, gell? Alter, mir geht der Arsch hier. Was für ein Drecksspiel. Ich will nicht mehr. So, morgen spielen wir dann Sims. Oder irgendwas easy, irgendwas Tetris. Tetris, da kommt jetzt ein Film raus, und Tetris, ne? Mit Aaron Eckhart hier, wie der heißt, Eggleton. Also mit dem von Queen, von hier, von ja, so ein Schauspieler, auf jeden Fall ein englischer Schauspieler. Ich habe ja keine Munition mehr. Krasse Kiste. Lad mal kurz nach. Da kommt das Spiel über die Erfindung von Tetris raus. Das ist interessant auf jeden Fall. Würde ich mir, glaube ich, dann mal angucken. Ich mag ja so. Biopics sind ja gar nicht mal so schlecht. Finde ich ganz gut. Ich habe zuletzt dann Elvis mal gesehen im Bereich Biopics. Der war gut, der Film. Ich speichere jetzt nicht. Ich muss meine Sucht bekämpfen. Da ist nix. Was haben wir hier? Schutzschalter benutzen. Achso, hier kann ich jetzt umleiten. Ist die Frage auf was? Lass uns mal gucken, für was wir das umleiten müssen oder wollen. Das gefällt mir nicht. Ach, da drüben die Tür oder was ist für die Umleitung? Verschlossen. Ich geh mal hin. Was soll passieren? Da ist eine Tür. EVA-Vorbereitungsraum. Hier ist schon Blut drin. Schemata. Mittlere. Was? Mittlere Minenarbeiter-Rig. Sehr cool. Hier ist nochmal Gold für Geld. Gold für Geld. Hier ist ein Schrank. Brennstoff. Nice. Brennstoff ist gut. Hier ist nochmal ein Schrank. Plasma Energy. Nice. Okay. Sehr gut. Jetzt kommen wir bei Teil 3, konnte man sich die Anzüge verdienen. Das geht hier scheinbar nicht. Wir haben hier so einen Schematag bekommen. Das brauchen, muss man irgendwo hinbringen, glaube ich, zur Bank, oder? Übermittle dieses Schema an einem Shop, um ein mittleres Ingenieursrig zum Kauf freizuschalten. Okay. Aber was will ich damit? Was willst du mit diesem Rig? Hast du da mehr Held oder? Weiß ich nicht. So, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ich gehe nochmal kurz hier hin. Okay, warum ist es verschlossen? Weiß kein Mensch. Versuchen wir zu überbrücken. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wasserreinigung. Nur autorisiertes Personal. Okay, wir haben nur einen zur Verfügung. Ein Schutzschalter, Wasserreinigung. Wasser brauchen wir nicht. Ersetzen. Die Energie von der Wasseraufbereitung wurde umgeleitet. Irgendetwas muss passiert sein. Alle Zugangstüren sind versiegelt. Schon okay. Wer weiß, was da unten alles rumschwimmt. Das ist eins. Wir brauchen mehr Energie. Ein paar mehr Systeme sollten reichen. Okay, leite die Energie aus der Wasseranleitung um. Mission abgeschlossen. Kann ich jetzt hier hindurch? Nö. Ist immer noch verschlossen.
Okay, unsere nächste Aufgabe ist, finde das Rick, das erste Mal, das White. Wo zeigt meine Spur lang? Jetzt steht da der Grund nicht, warum es verschlossen ist, ne? Nicht wegen Level oder Security-Level oder was weiß ich. Oder muss ich jetzt so einen Ingenieurstrick bauen? Dann könnt ihr mal kurz ins Journale gucken. Aus irgendeinem Grund befindet sich das Rig des ersten Offiziers White außerhalb des Schiffes im AAS-Geschützgraben auf dem Brückendeck. Okay. So, aber jetzt schwierig. Schwierig. Da hinten müssen wir auf jeden Fall durch, aber es ist die Frage, wie wir das aktivieren, ne? Das ist eine Speicherstation, da müssen wir jetzt nicht unbedingt speichern. Hier ist eine Masterbrücke und das wissen wir ja. Hier ist noch ein Schrank, den habe ich vergessen. Was gibt's? Oh, Plasma-Energie. Da werden wir hier brauchen können. Ich verstehe nicht, wie soll man das aufkriegen? Okay, ist das ein Rätsel oder wie habe ich das zu verstehen? Ich lade das mal nach. Da haben wir nichts. Da ist nachgeladen. Lass mal nochmal nach. Okay. Shit. Ach so. Jetzt macht das nicht mehr los. Ne, macht er nicht. Aber das funktioniert nicht. Also, das ist schon richtig, was wir gemacht haben, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie wir da durchkommen jetzt. Hab ich hier irgendwas übersehen? Verschlossen. Ja, oder brauchen wir einen Ingenieursreck dafür? Ich suche mal einen Shop. Ich meine, dass wir das Schema gekriegt haben, war wahrscheinlich nicht umsonst jetzt hier. Vielleicht muss man so einen Ingenieurstrick haben, damit wir da durchkommen. Können wir auf die Map gucken, wo ein Shop ist. Das ist Speicherstation. Das Questziel. Was ist das für ein Symbol? Wasserreinigung. Okay, na dann mal zurück zum Aufzug. Das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Das wird sich aufklären. Die Tür ist noch nicht dran, achso, alles klar. Aber das genau da muss man gerade durch, gell? Das ist echt scheiße. Achso, müssen wir mit der Hauptquest das weitermachen müssen jetzt. Okay, das können wir auch probieren. ASS-Kanonen, da müssen wir eh hin, ne? Kann ich nicht. Leider die Energie aus der Abbau vorbei. Achso, wir müssen aus der Energie jetzt um. Ja, das ist recht. Ich glaube, mein Chat hat recht. Mein Chat sagte, wir sollen uns da nicht auf die Tür fixieren, weil das wird wahrscheinlich noch nicht dran sein. Wir müssen wahrscheinlich jetzt auch wirklich die Energiesysteme umleiten. Okay, dann sollen wir mal gut, dass wir hier hochgefahren sind, weil das war richtig. Ach, das war eine Tür. Ich dachte, es kommt irgendwie. Ich bin auf die Seite, ich verstehe. Sesam, öffne dich. Ja toll, jetzt gibt es hier 30 Etagen. Ach, unsere Etage ist die zweite. Wir fahren aber auch auf die erste. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir sind auf der ersten und kommen auf die zweite. Und dann fahren wir mal auf die dritte natürlich. Moin zusammen, sagt Sergeant Randoni. Moin. Ja, geht gut. So gut es einem gehen kann, wenn man hier irgendwo im Weltall festhängt, auf so einem hässlichen Raumschiff.
Mit ganz vielen ekligen Viechern. Den Umständen entsprechend geht's uns gut quasi. So, ich könnte es hier speichern, aber ich unterdrücke meine Sucht. Also, welcome to Mining Administration. Screenshot. PC einfach. Oha. Oha. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Jetzt gerade ein Ding zerrissen. Kann ich hier durch? Nee. Ist nur Deko. Aber gibt ein bisschen Kohle. Die Episode hast du gestern schon gespielt. Alles klar, alles klar. Cool auf jeden Fall. Wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Dead Space? Wie gefällt dir das Remake an sich? Hast du den ersten Teil gespielt? Also von 2009 oder was das war? Ende des Vakuums. Okay, hier ist noch was. Und Knoten, Alter, für umsonst. Nice, ich habe einen Knoten. I love Knoten. I'm in love with Knoten. So, wie sieht es hier aus? Sehr gut. Okay. Wir haben den Anzug noch nicht ausgebaut mit Luft. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Keine Ahnung, wie lange wir das aushalten. Also ich weiß schon, wie lange wir das aushalten. 70 Sekunden. 60 Jahre alte Decksverkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hintrittst. Aha, okay. Hier kommen wir uns das mal kurz. Laserkanone, Alter, nice. Was eine geile Scheiße. Kann ich dich absolut verstehen. Wenn ich an so einen Punkt komme, mache ich das 100% auch. Also ich habe jetzt auch schon 2-3 Mal gehangen. Also jetzt eben bei dem Dicken, ich weiß nicht, wenn die Mission eben, wenn du die schon gespielt hast, du weißt ja, dass hier in dem Atrium, bei Adrian im Atrium, dass da Adrian zur Tür reinkommt in der Tat und uns da aufs Mäppchen hauen will. Fand ich ungeil, ehrlich gesagt. Aber das war nicht so einfach. Da habe ich auch überlegt, hey, was, vielleicht wäre es jetzt mal eine Zeit runterzustellen. Da habe ich auch 4-5 Mal probieren müssen. Aktionen, Ausrüsten. Ja, wir haben natürlich keinen Ausrüstungsslot mehr frei. Was machen wir denn da jetzt mal? Flammenwerfer. Ja, wir setzen mal den Dings hin. Die Maschinenpistole, setzen wir mal kurz. Oh, nice, Alter. Schwerer Energieprojektor. Ein kontinuierlich tödlicher Strahl, also eine Railgun quasi. Geil, Alter. Das stimmt, ich glaube, Mittel haben wir eingestellt, aber man kann das jederzeit kannst du das umstellen hier, das ist gar kein Problem. Ist hier in die. Also auf ganz schwer habe ich mich auch nicht getan. Normalerweise spiele ich immer. Ja, Mittel haben wir. Normalerweise spiele ich immer auf was. Also jetzt Resident Evil und so, auf Albtraum, was weiß ich. Und auch wenn ich da hänge, 2 Stunden an so einem Boss, das ist mir. Das stört mich eigentlich nicht so. Aber wenn ich das Spiel nicht kenne wie das, dann mache ich es nicht meistens. Man will jetzt sein Würstchen auch bezahlt haben. So, wir gehen jetzt mal weiter. Oh, da war Loot. Ich glaube, die Plasma-Knarre ist nicht schlecht, die ist aber langsam. Die ist träge wie so. Ich weiß nicht, müssen wir mal ausprobieren, wenn ein Gegner kommt. Hier geht's wieder zur Adrian, ins Atrium. Da sind Toiletten wahrscheinlich oder was das sein soll, keine Ahnung. Hier war da eben keine Luft mehr, aber. Oh! Boah, geil! Geil! Papa hat neues Spielzeug. Das ist absolut meine neueste. Neueste Dings. Okay. Und danke. Sieht ganz cool aus. Das ganze Spiel sieht gut aus, finde ich. Hast du nicht zufällig vielleicht das falsche gekauft von 2009, das alte? Ja, es ist die Grafikkarte. Ich habe eine 2080 drin aktuell noch. Keine Ahnung, die RTX und die ganz Kram hat es schon drin, ich weiß nicht. Das ist halt eine Qualitätsgeschichte, ne? Gerade beim Stream und so, wenn es jetzt so krisig aussieht, ist es ein bisschen kacke. Was soll ich machen? Nachgeladen habe ich.
Aber ich wechsle mal auf die andere Knarre, das ist mir zu teuer. Ich weiß nicht, wie oft wir die Munition kriegen für das Ding. Hier Hauptsicherung. Freigabe bestätigt. Da ist Strom, ich glaube, da muss man umleiten. Dann müssen die Sicherung verschießen. Jetzt kriege ich natürlich Munition für das Gewehr, ne? Jetzt, wo ich das Gewehr abgerüstet habe. Logisch. Danke, Spiel. Ich brauche unbedingt einen Shop und ich brauche eine Bank unbedingt. Demnächst. Cut off the limbs, ja, Mann. Jetzt weiß ich erstmal, was du meinst. Das ist so ein Bild, so ein Plakat, ne? Von so einem Blut geschrieben. Habe ich gesehen. Cut off the limbs. Ich dachte, was soll ich mit den Körperteilen? Was soll ich mit den Körperteilen? Brauche ich doch gar nicht. Hier muss ich aufpassen, dass ich da nicht reinlatsche, scheinbar. Hier kommen wir her, oder? Das ist eine Kiste, hier kommen wir nicht her. Aber hier kommen wir rein. Freigabe bestätigt. Okay, keine Bewohner, sehr gut. Noch ein Knoten, Alter. Ich glaube, wir werden sterben. Wir haben zwei Knoten. Das ist wie bei Minecraft. Sobald du bei Minecraft drei Diamanten gefunden hast, dann bist du des Todes. Nachverfolgung der Infektion, Verwaltungsfacharbeiter. Ich versuche herauszufinden, wie schnell es sich ausbreitet. Das Flugdeck war als erstes betroffen, wahrscheinlich wegen des Shuttle-Absturzes. Der größte Teil der Krankenstation ist überrannt und es wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Im Maschinenraum sieht es auch nicht besser aus. Keine Nachricht vom Frachtraum oder der Kommunikation. Also erwarten wir nur schlechte Nachrichten. Unsere Hoffnung liegt auf dem Abbaudeck. Dallas sagt, die Infrastruktur dort unten funktioniert noch. Aber wenn selbst die Sicherheitsabteilung so schnell ausgeschaltet wurde, wie lange können wir dann durchhalten? Das ist eine gute Frage. Ja. Oh, Plasma-Munition. Achso, ne, muss ich eh drücken. Credits. Du bist aufgefüllt, oder? Aktuell 18.000. Eben ein bisschen ausgegeben vor dem Kampf mit Adrian. Im Atrium. Ja, der Adrian im Atrium-Witz wird nie alt. der war nämlich schon alt, wo ich ihn zum ersten Mal gebracht habe. Da war der schon scheiße. So, wir gehen weiter. Oh, hier ist noch eine Kiste an der Wand. Wir müssen unbedingt auf diese leuchtenden Lichter an der Wand achten. Diese scheiß Brennstoff-Munition. Am Endeffekt kann man wahrscheinlich alles hier brauchen. Die Frage ist, ob es eine Art Lager gibt. Ich weiß es nicht mehr. Hab's vergessen. Wir haben vor 13 Tagen das letzte Mal gespielt, in der Tat. Und die erste Session haben wir gemacht. Vor 13 Tagen genau. Ziemlich genau vor 13 Tagen. Wir müssen hier irgendwie diese Elektro-Scheiße ausschalten, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es passiert hier gleich was ganz Schlimmes. Das ist eine Kiste. Scheiß Credits, gib mir Munition, scheiß Spiel. Oh oh. Nein, nein, nein. Ah, das ist die. Wo? 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 Kaffee. Okay. Hier war kein Loot. Nee. Muss man zwar jetzt recht finden. Das ist auch kein Schrank. Müssen dürfen nicht auf die leuchtenden Dinger treten, glaube ich. Hat hier nämlich die Tante gerade gesagt am Handy, am Funkgerät. An der Kommunikation, an der Komm-Schnittstelle. Hat die gerade gesagt, wir sollen da nicht reintreten. Das ist gefährlich. Mach das nicht, Isaac. An dieser. Okay, hier ist was zum Umleiten. Schutzschalter. Ah, hier müssen wir umleiten, ne? Ich verstehe. Okay. Update. Energie aus dem Netz der Abbauverwaltung umgeleitet. Das sind zwei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das ARS. Okay, irgendeine Kanone haben sie dann. Weiß nicht, auf was sie schießen wollen. Die Frage auf den Planeten unter uns, auf Asteroiden. Wo? Oh. Von wo? Da. Oh shit. Ich muss weg. Geh weg!
I'm out. Nein, nein, nein! Ach, das ist ein Verwandlungsvideo. Nein! 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 Das war ein Fehler. Ja, das ist leer, die Stase, in der Tat. Hast recht, Dreckhund. Mein Chat rät mir, ich habe noch Stase. Aber ich habe versucht zu drücken, ging nicht, war leer. Ich habe das nicht auf der Uhr, ehrlich gesagt. Sekundärwaffen waren noch nie so meins bei Spielen. Puh. Okay. Ich habe aber, glaube ich, nichts zum Aufladen mit von dem Stase. Nee, nichts dabei. Ich habe schon ewig kein Ladedings mehr gesehen. Haben wir jetzt das schon aktiviert, die Scheiße, oder noch nicht? Haben wir das jetzt, oder müssen wir nochmal da durcharbeiten? Nee, noch nicht. Scheiße. Okay, Ripper klingen. Was hat der hier gehabt? Nix oder? Nix ist ganz schön wenig. Okay, wir rennen mal schnell durch die Räume durch. Geht ja schnell hier. So, hier mal reingetreten kurz. Munition mitgenommen. Hier die Kohle nehmen wir mit. Das Audio, das Lock lag hier nicht mehr rum. Hier. Hier haben wir irgendwas deaktiviert. Achso, hier drüben das. Den Raum. Scheinbar. Ich höre Kampfmusik. Hier ist Plasma-Energie. Der Loot scheint echt random zu sein, ne? Schon ewig keinen Stase-Aufladeklings mehr gesehen, oder? Ich übersehe die. Der Knoten, jetzt müssen wir mal kurz. Ist das Textlog? Das habe ich eben schon vorgelesen. Lese ich jetzt nicht nochmal vor. Okay. Und wir müssen dann beim Zurücklaufen einfach nur gucken, dass wir mit dem Rücken. Dass wir keinen Rücken haben bei den Viechern. Das war der Fehler eben. Ich hatte eben Rücken. Und es waren noch zwei von diesen Verwandlungs. Von diesen Fledermausartigen. Viechern. Das ist der Fachausdruck. Viecher. Ja. Das ist alles im grünen Bereich. Stase habe ich jetzt leider nicht mehr. Kack. Oh, mehr Loot. Es erinnert mich ganz stark an Resident Evil von der Loot-Verwaltung hier, ne? Also von Resident Evil 3. Das ist nicht wie bei Resident Evil 2 oder so, wo du wirklich fast gar kein Loot hast. Also 3. Hier geht's zum Atrium zurück, da muss man dann hin. War noch unterwegs noch ein bisschen Loot, ne? Kommt noch ein Vieh um die Ecke. Scheinbar nicht. Da war so ein kleines Vieh, oder? So, ich gebe mal Gas. Ich hab Abwehr. Energie auf die letzte Abwurfverwaltung umgeleitet. Das ist frei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das AAS. Okay, scheinbar sind die Gegner trotzdem tot. Also die ich... Das ist natürlich ein geiles System, finde ich. Also Hut ab, Chapeau. Oh, da hängen welche. Das habe ich gerade gesehen. Was? Aus Screenshot. Das ist ja eklig. Oh. Alter, die Knarre ist so gut. I love it. Aber wir haben gleich keine Munition mehr dafür. Hätte die vielleicht sparen sollen, weiß ich nicht.
War vielleicht nochmal wichtig, die Knarre. Ich weiß. So, die waren überall drin, wir hauen ab. Oh, Alter, ich hab grad. Oh. Ist das eklig. Wir müssen uns beeilen, wir haben nicht viel Luft. Ich hab gedacht, der Arm, der. Ich hab da gedacht, das ist ein Vieh. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nee. So, und hier kommen wir wieder raus. Da wollen wir hin. Ende des Vakuums. Okay. Wir auf die Map gucken kurz. Alles gut. Okay, wir sind im grünen Bereich. Wir müssen, weiß ich nicht, wo wir müssen. Wir gucken mal ganz kurz auf X. Wir sind richtig hier drin auf jeden Fall. Leite die Energie aus elektrischen Anlagen um. War das noch nicht genug? Okay. Nee. Okay. Der Quest hat sich aktualisiert. Wenn ich jetzt aktivieren würde. Achso, doch. Etage 3. Da müssen wir jetzt hin. Auf zur Etage 3. Ist wie bei Karstadt quasi jetzt. Nur die Verkäufer sind ganz komisch bei dem Spiel. Brauch unbedingt mal neue Stase. Neue Stase hier. Tabletten. Hä? Hab ich Jumpscare verpasst gerade? Scheiße, ich hab einen Jumpscare verpasst bestimmt. Nein. Dann müssen wir nochmal laden. Gibt's hier noch Loot? Sieht nicht so aus. Connection lost. Screenshot, finde ich gut. Sonst gibt's. Hier ist ein Stahlseauflader, aber so sieht das ja, so ähnlich sieht es ja aus, die Stahlseauflader-Kisten an der Wand. Da ist ein Speicherpunkt. Ich habe so das Gefühl, man sollte vielleicht mal speichern. Und ich glaube, ich kann es mir mal gönnen jetzt. Vielleicht habe ich 20 GB. So, dann herzlich willkommen am Ende von Dead Space 3, von der dritten Folge oder vierten von der Aufnahmesession. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. The thoughts build up until I can't hear.